So dicht liegen Begeisterung auf der einen Seite und Panik und Sorge auf der anderen beieinander. Wir haben es gesehen, der DAX heute schon positiv eröffnet. 2,5% hat er zwischenzeitlich schon plus. Alles super, eigentlich könnte man meinen. Na, es ist das typische Bild, was wir ja immer wieder auch angesprochen haben. Dieses Korrektive dazwischen, immer wieder die Schübe. Das ist jetzt aktuell natürlich genau eigentlich ein Klassiker, würde man eigentlich sagen. Und zeigt, dass der DAX gar nicht so schlecht dasteht. Aber wir wissen auf der anderen Seite, dass die Märkte auch nervös sind. Wir hatten das gestern angesprochen und mehrmals schon, dass interessanterweise dann doch diese Drops immer wahrscheinlicher, immer realistischer sind. Wir sehen das hier heute beim Nasdaq, hier aktuell zur Eröffnung eigentlich einen richtigen Schub nochmal nach unten. Und das zeigt, dass die Marktteilnehmer, naja, eigentlich kaufen sie, tun sie ja schon noch. Man sieht es, der Markt ist auf dem Weg nach oben. Man darf also nicht wirklich davon ausgehen, dass das jetzt ein Riesenschwächezeichen ist. Aber wir sehen, dass diese heftigen Einbrüche, dieses mal eben schnell wieder runtergehen, wir hatten das jetzt ja sehr, sehr häufig, dass der Markt dann mal irgendwie ganz heftig, hier ist es so ein bisschen versteckt intern, jetzt hier aktuell, das sind gemessen an der Aufwärtsbewegung kleine Rücksetzer, zeigt aber schon, dass die Marktteilnehmer einfach nicht ganz so davon überzeugt sind, dass hier alles ist, richtig da vorwärts geht, sondern dass doch viele dann sagen, kaufen, 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 aber ganz schnell notfalls wieder raus. Also das spricht ein bisschen für die Sorge des einen oder anderen Marktteilnehmers. Sollte man deshalb schon shorten? Ich höre jetzt immer mehr von vielerlei Richtungen, ja, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu shorten. Das halte ich für nicht das Sinnvolle, jetzt einfach mal pauschal. Denn wenn wir ehrlich sind, all diese Rücksetzer, zu was hat es geführt? Nachher ein Anstieg. Das sind kleine, begrenzte Rücksetzer. Sie sind sehr auffällig. Ja, man sollte die auch im Hinterkopf haben. Aber die hatten in der Vergangenheit nicht den Markt gedreht. Und warum sollte es jetzt ausgerechnet dieser sein? Zugegeben, zukünftig wird das tatsächlich einer von denen mal werden. Ich halte es allerdings für sinnvoll, sich das ein bisschen mehr bestätigen zu lassen, so lange mit irgendeiner Trailing-Funktionalität hier drin zu bleiben. Diese ist sehr, sehr eng hier im Stundenchart beispielsweise. Vielleicht ist das im 4-Stunden-Chart ein bisschen besser, um mal die Situation laufen zu lassen und nicht bei jedem kleinen Rücksetzer dann hier rauszufliegen. Nur so eine Anregung, was man da tatsächlich machen kann. Trotz alledem, es ist natürlich Vorsicht angesagt und deshalb finde ich es wichtig, nicht einfach jetzt zu kaufen und zu sagen, wird schon, sondern tatsächlich da die Gelegenheiten eines Dips zu nutzen für einen Rücksetzer, der eben auch dann günstiger ist für den Einkauf und der dann gegebenenfalls auch wieder bestätigt, dass der Kurs sich daraus erholt. Das deutet sich hier so ein bisschen an. Wir können mal spaßeshalber hier auf Minutenchart gehen, einfach damit wir die Situation nochmal sehen. Also starker Rücksetzer, das typische Verhalten am Ende einer Bewegung, nämlich hier korrektiv in diese starke Bewegungsrichtung. Und jetzt kommt der Markt hier wieder nach oben. Auf Minute kann man nicht gut handeln, die meisten zumindest mal nicht, weil man da wirklich sehr schnell aktiv sein muss. Die Gebühren müssen gering sein. Aber man sieht hier so ein bisschen die Struktur, die da jetzt vorherrscht. Und wenn die jetzt gleich ebenfalls auf der Aufwärtsseite die Stärke zeigt und dann auf der Abwärtsseite schwach wird, also so ähnlich wie wir das hier umgekehrt hatten, hier relativ einhellig und dann hier aber sowas in der Richtung. Das sind so Zeichen, da ist noch nicht wirklich die Spannung da für die Käufer im Markt. Wenn das jetzt hier umgekehrterweise gleich mal passiert, zugegeben auf Minute im sehr kleinen Bild, aber wenn der Kurs das in dieser Form zeigt, kann auch in 5 Minuten, 15 Minuten Chart sein, dann wäre die Welt nochmal wieder einmal gerettet und nochmal alles in Ordnung. Also Vorsicht ist durchaus angemessen oder angebracht, allerdings nicht jetzt sofort Panik zu kriegen, das ist, denke ich mal, zu früh, denn noch ist nicht daran abzuleiten, dass sich die Stimmung maßträglich geändert hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass viele, viele Marktteilnehmer ein bisschen Sorge haben. Blicken wir nochmal abschließend auf die anderen Indizes. Da ist das Prinzip dieser kleinen, schnellen Peaks auch immer wieder mal vertreten. Allerdings in der Regel hat sich der Markt bisher auch dort wieder erholt. Deshalb bleibt es mal abzuwarten, ob das jetzt hier wirklich den Turnaround bringt. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Bin eher auf der Suche nach Long-Situationen, insbesondere oder nein, eigentlich ausschließlich dann allerdings nur, wenn die Aufwärtsbewegung so und die Abwärtsbewegung irgendwie in irgendeiner Form auf eine korrektive Variante verläuft. Das ist nicht immer zu erkennen. Das ist dann traurig, weil ich dadurch natürlich auch sicherlich den ein oder anderen schönen Einstieg verpasse. Wenn er dann aber sichtbar ist, dann ist es sinnvoll, dazuzuschlagen. Und ob es der S&P, der Dow, der Nasdaq
oder der DAX ist oder ein anderer Titel, wen man sich da auch immer raussucht oder eine Währung, sollte dabei eigentlich schon fast egal sein. So, jetzt hoffe ich, dass ihr nicht unter diesen aktuellen Situationen leiden müsst, zumindest mal nicht mehr als Wasser und Blut schwitzt und dass ihr diese gegebenenfalls sogar nutzen könnt. Ganz kurz zum Abschluss, wann bestätigt sich das, dass die Abwärtsrichtung eben tatsächlich Oberhand gewinnt, wenn das Bild sich genau umkehrt, also nicht mehr die Aufwärtsbewegung relativ stark und die Abwärtsbewegung einigermaßen wackelig ist, zugegeben deutlich hier schon mal, aber letztlich, man kann es nicht anders großartig interpretieren. Wenn das Bild sich umkehrt, dann bin ich auf der Wechselseite, denn der insgesamtige Rücksetzer, der steht natürlich noch aus, nur ob der jetzt kommt oder erst in einiger Zeit, das werden wir wohl noch abwarten müssen. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.